Die Kleinstadt Misisi in der Demokratischen Republik Kongo ist reich an Bodenschätzen, insbesondere Gold. Misisi befindet sich im Kreis Fizi in der Provinz Südkivu, rund 400 Kilometer von der Provinzhauptstadt Bukavu entfernt. Der artisanale Goldbergbau, also die Suche der Kleinschürfer, begann in den 80er Jahren im Osten der DR Kongo, dem flächengrößten Land in Subsahara-Afrika. Heute arbeiten dort rund 200.000 Goldschürfer. Trotz seines Ressourcenreichtums versinkt das Land in Armut. Technische und soziale Infrastruktur sind katastrophal. Mehr als 90% des Goldhandels findet auf dem illegalen Schwarzmarkt statt. Laut der deutschen Organisation Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe ein Jahresumsatz von rund 400 Millionen US-Dollar. Die mehr als 5000 Goldschürfer in Misisi profitieren kaum davon. Sie leben in der Misere. Um das tägliche Überleben ihrer Familien zu gewährleisten, müssen auch Kinder in den Goldminen mitarbeiten. Ihre Gesundheit wird aufs Spiel gesetzt. Tödliche Unfälle sind an der Tagesordnung. Die internationale Gemeinschaft und der kongolesische Staat schauen hilflos zu. Mehr als 40.000 Kinder im Alter von 3 bis 17 Jahren arbeiten in den kongolesischen Minen. Goldschürfen ist eine der härtesten Formen der Kinderarbeit. Schulbesuch bleibt für viele ein Traum. Die Kinder und ihre Familien hängen Tag für Tag von dem geringen Einkommen ab. Ohne Arbeit kein Essen. Die Zukunftsaussichten sind düster. Oftmals wird der Bergbau als Männerdomäne bezeichnet. Das ist falsch. Es ist offensichtlich, dass zahlreiche Frauen im artisanalen Goldbergbau tätig sind, darunter auch schwangere Frauen. Sie sind den gleichen gesundheitlichen und Sicherheitsrisiken wie Männer ausgesetzt. In den Bordellen rund um die Goldminen in Misisi verkaufen Frauen Tag und Nacht ihren Körper, viele davon sind minderjährig. Drogenmissbrauch ist an der Tagesordnung, wie auch geschlechtsspezifische Gewalt. In 2018 wurden in Misisi 1.438 Gewalttaten gegen Frauen registriert, mehr als 100 davon gegen Mädchen im Alter von 6 und 14 Jahren. Zudem wurden 173 Frühehen eingegangen. Wer etwas Gold findet, kann sich eine junge Braut kaufen. Im artisanalen Goldbergbau sind tödliche Unfälle an der Tagesordnung. Im Oktober 2018 kamen 32 Goldschürfer in Misisi durch einen eingestürzten Schacht ums Leben. Das Recht des Stärkeren regiert in Misisi. Bewaffnete Gruppen sind die Herren der Finsternis. Banditentum ist weit verbreitet. Sie terrorisieren und bedrohen die Menschen. Nationale und internationale Initiativen versuchen, den Bergbau und Goldhandel zu regulieren. Sie wollen verbesserte Lebensbedingungen für Minenarbeiter und ihre Familien. Für die Menschen in Misisi bleibt dieses ein Wunschdenken in weiter Ferne. Wo liegt die Verantwortung?